Sie zeigen wir Gesicht für Demokratie und Toleranz. Und wir lassen uns von nichts abhalten, auch nicht vom Regen, denn nie wieder ist jetzt. Gerade jetzt wegen den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, wo man gesehen hat, dass eben rechtsextreme Kräfte oder populistische Kräfte sehr stark gewonnen haben, finde ich es einfach wichtig, gerade an diesem Tag für Demokratie und Toleranz Gesicht zu zeigen und einzustehen. Weil es um die Menschenwürde geht und um unser aller Sicherheit. Ich stehe hier für eine Kultur des gegenseitigen Wohlwollens, weil ich glaube, dass uns das abgeht in der Gesellschaft und die Demokratie ist eine Form, in der das gelebt werden kann. Es ist extrem wichtig, dabei zu sein, damit man wirklich Gesicht zeigt, einsteht, nicht nur jammert, sich nicht nur beschwert, sondern wirklich was tut.